Firma Siebert hat ca. 14 Mitarbeiter. Wir sind sehr breit aufgestellt. Wir haben Stuckateure, Maler, Zimmerleute. Im Grunde alles, was den Fachwerkbereich hat, abzudecken. Das heißt, wir machen Innendämmung von Fachwerk, Lehmbau im Fachwerk, Fachwerksanierung, denkmalgeschützte Objekte, Innen-Außenputze, alles, was dazugehört, Holzreparaturen, deswegen die Zimmerleute. Also alles, was in den Bereich Denkmalsanierung und Fachwerk fällt. Christian Stefani kenne ich schon viele, viele Jahre. Wir haben uns kennengelernt über den Lehm, wie man sich fast denken kann. Christian hat schon in den 70er Jahren Lehm gemischt und ich habe früh angefangen, Lehmfarben herzustellen. Und diese beiden Sachen haben uns mal zusammengebracht und wir haben dann gemerkt, Mensch, die Chemie stimmt, wir mögen uns, das passt ganz gut. Für uns war als Firma immer wichtig, schon vor 20 Jahren regional zu verarbeiten. Das heißt, kurze Wege. Der Lehm kommt hier aus der Region. Es ist ein Produkt, was hier im Grunde genommen veredelt wird und nicht erst viele hundert Kilometer sich durch dieses Land bewegen muss. Was noch hervorragend ist in der Verbindung zu Christian, ist einfach dadurch, dass wir uns gut kennen, haben wir auch immer die Möglichkeit, auf Prozesse der Herstellung des Lehmes einzugreifen. Das heißt, wir können Baustellenmischungen so machen, wie wir sie vor Ort an der Baustelle brauchen. Das heißt, besondere Baustellen, besondere Mischungen, Feineinstellungen im Grunde genommen für bestimmte Aufgabenbereiche. Und das sind sehr kurze Wege und dadurch ist es eigentlich eine sehr schöne Kombination zwischen Christian und uns. Wir verarbeiten Stefani-Lehm, weil er eine gute Klebekraft hat, eine gute Verbindung mit dem Untergrund und sich einfach gut verarbeiten lässt. Der Lehmbau selber hat sich sehr bewährt in der Denkmalpflege, weil der Lehm eine ganz große, hervorragende Eigenschaft hat, er transportiert Feuchtigkeit. Und in dem Fall der Innendämmung, über die wir heute oft sprechen, gerade im Denkmal, man möchte etwas tun, auch man möchte energetisch etwas tun an diesen Gebäuden, ist es eigentlich nur eine Variante, die hervorragend funktioniert in Verbindung mit Lehm, weil wir über diesen Lehm auch immer wieder die Rücktrocknung der Gebäude haben. Also immer wieder auch die Rücktrocknung aus den Gebäuden heraus von der Feuchtigkeit, die ja durch Kondensfeuchte und so auch dann entsteht. Also Raumklima müssen wir uns nicht mehr darüber unterhalten, wenn Sie im Lehm wohnen, ersetzt die ein oder andere Klimaumluftanlage oder was man sich sonst alles Technisches ins Haus bauen würde. Das schafft der Lehm ganz ohne Elektrik und ganz ohne Strom und ganz ohne Energie.